Artikelnummer SCP-106. Objektklasse Keter. Sonderverwahrungsverfahren. Überarbeitung 11.8. Körperlicher Kontakt mit SCP-106 ist zu keiner Zeit erlaubt. Jede Form der physischen Interaktion muss zunächst von mindestens 2/3 des U5-Führungsstabes genehmigt werden. Diese Interaktionen dürfen nur in AR2-Hochsicherheitsstandorten durchgeführt werden, nachdem alle nicht benötigten Mitarbeiter evakuiert wurden. Das gesamte Personal, Forscher, Sicherheitsleute, D-Klasse etc. muss, außer im Falle eines Ausbruchs, einen Abstand von mindestens 60 Metern zur Verwahrzelle einhalten. SCP-106 muss in einem versiegelten Stahlcontainer mit zusätzlichen Bleianlagen verwahrt werden. Der Container wird innerhalb von 40 Lagen desselben Materials eingeschlossen. Jede Lage wird voneinander durch nicht weniger als 36 cm Leerraums getrennt. Zwischen den Lagen sind Stützstreben in einer zufälligen Verteilung anzubringen. Mithilfe von ELO-2D-Elektromagneten ist der Container mindestens 60 cm entfernt von jedweder Oberfläche in der Schwebe zu halten. Das sekundäre Eindämmungsgebiet besteht aus 16 sphärischen Zellen, welche mit verschiedenen Flüssigkeiten und zufällig zusammengestellten Flächen und Stützen gefüllt sind. Die sekundäre Verwahrung ist außerdem mit einem Lichtsystem auszustatten, welches in der Lage ist, die gesamte Konstruktion ohne menschliche Beteiligung mit mindestens 80.000 Lumen zu beleuchten. Beide Verwahrkonstruktionen stehen unter einer 24-Stunden-Überwachung. Jede Form von Korrosion, welche an der Verwahrzelle, Mitgliedern des Personals oder anderen Orten innerhalb eines 200 Meter Radius um SCP-106 beobachtet wird, ist sofort dem Sicherheitspersonal zu melden. Alle Objekte oder Mitarbeiter, welche an SCP-106 verloren gehen, werden als vermisst bzw. im Dienst gefallen vermerkt. Unter keinen Umständen dürfen Rettungsversuche unternommen werden. Notiz: Anhaltende Nachforschungen und Beobachtungen haben ergeben, dass SCP-106 durch sehr komplizierte oder zufällig angeordnete Strukturen verwirrt werden kann. Dies hat eine merkliche Verzögerung zwischen Ein- und Austritt aus besagter Struktur zur Folge. Außerdem zeigte SCP-106 eine Abneigung gegenüber plötzlicher direkter Bestrahlung mit Licht. Dies äußert sich nicht durch körperliche Schädigung, sondern dem schnellen Wechsel in die Taschendimension, welche auf festen Oberflächen erzeugt wird. Diese Beobachtung in Kombination mit seiner Aversion gegenüber Blei und der Verwirrung durch Flüssigkeiten haben das Auftreten allgemeiner Ausbruchsereignisse um 43% gesenkt. Die primären Zellen zeigten sich ebenfalls effektiv bei Wiedereinfangversuchen nach Rückrufprotokoll. Beobachtungen werden fortgeführt. Beschreibung: SCP-106 erscheint als älterer Mann und weist Anzeichen fortgeschrittener Verwesung auf. Dieses Erscheinungsbild kann variieren, besitzt aber in allen Fällen die Charakteristik der Verrottung. SCP-106 ist nicht sonderlich schnell und verweilt teilweise tagelang in Bewegungslosigkeit, während es auf Beute wartet. Weiterhin ist SCP-106 in der Lage, jede senkrechte Oberfläche zu erklimmen und für unbegrenzte Zeit kopfüber herabzuhängen. Wenn SCP-106 angreift, versucht es seine Beute durch das Verletzen wichtiger Organe, Muskeln und Sehnen außer Gefecht zu setzen, um diese anschließend in seine Taschendimension zu ziehen. Es scheint, dass SCP-106 menschliche Beute in einer Altersgruppe zwischen 10 und 25 Jahren bevorzugt. SCP-106 verursacht eine Art Korrosionseffekt in jeder Form fester Materie, die es berührt. Dies äußert sich im molekularen Zerfall der Stoffe einige Sekunden nach dem Kontakt. Dieser Effekt kann das Verrosten, Verrotten oder Zerbrechen der Materialien und der Bildung der schwarzen, schleimigen Substanz, welche auch SCP-106 bedeckt, wahrgenommen werden. Dieser Effekt ist insbesondere schädlich für lebendes Gewebe und es wird angenommen, dass es sich dabei um eine Art Vorverdauungsvorgang handelt. Die Korrosion hält für 6 Stunden nach Kontakt an. SCP-106 ist in der Lage, sich durch feste Materie zu bewegen und hinterlässt dabei einen großen Flecken seines ätzenden Schleims. Zusätzlich besitzt SCP-106 die Fähigkeit, innerhalb von Festkörpern zu verschwinden, indem es den meisten Vermutungen zufolge eine Art Taschendimension betritt. Im Anschluss kann SCP-106 diese Dimension durch jede Oberfläche verlassen, die mit dem ursprünglichen Eintrittspunkt verbunden ist. Beispiele: Betreten der inneren Wand eines Raumes und verlassen durch die Außenwand. Betreten einer Wand und verlassen durch die Decke.
Es ist nicht bekannt, ob es sich dabei um den Herkunftsort von SCP-106 handelt oder es schlicht einen Schlupfwinkel darstellt, der von SCP-106 geschaffen wurde. Eingeschränkte Beobachtungen dieser Taschendimension haben ergeben, dass diese zum Großteil aus Gängen und Räumen mit Daten gelöscht Zugang besteht. Dieses Verhalten kann für Tage anhalten und manche Subjekte werden sogar freigelassen mit der Intention, diese zu jagen, wieder einzufangen und Daten gelöscht. Anhang: Notizen zur Überprüfung der Sonderverwahrungsmaßnahmen. Aufgrund der außerordentlich schwierigen Kontrolle von SCP-106 muss das Sonderverwahrverfahren alle 3 Monate oder nach einem Ausbruchereignis überprüft werden. Es ist nicht möglich, SCP-106 physisch festzuhalten und körperliche Verletzungen scheinen keine Wirkung zu haben. Die aktuellen SCP vom drehen sich um die grundlegende Beobachtung und Sofortreaktion. Frühere, mehr proaktive Sonderverwahrverfahren wurden aufgrund der Ausbrüche und widerrufen. Verhaltensnotizen: SCP-106 kann für lange Zeiträume in einem Schlafzustand verfallen, währenddessen es für bis zu 3 Monate vollständig bewegungslos verharrt. Der Grund hierfür ist nicht bekannt. Es hat sich jedoch gezeigt, dass es sich hierbei vermutlich um eine Einlulltaktik handelt. SCP-106 erwacht sehr aufgeregt aus diesem Zustand, attackiert und verschleppt Personal und verursacht schwerwiegende Schäden an seiner Verwahrzelle und dem Standort im Ganzen. Rückrufprotokoll: Daten gelöscht. Es scheint, dass SCP-106 nicht aufgrund eines Hungergefühls, sondern vielmehr aus reiner Lust angreift. SCP-106 attackiert und sammelt mehrere Beutesubjekte während eines Jagdverhaltenereignisses und hält viele davon für eine geraume Zeit innerhalb seiner Taschendimension am Leben. Es gibt keine feststellbare Obergrenze für die Anzahl an Beutesubjekten und SCP-106 scheint eine zufällige Zahl von Subjekten während eines solchen Ereignisses zu jagen. Die innere Dimension, welche von SCP-106 betreten wird, kann anscheinend nur von SCP-106 betreten werden. Es hat sich gezeigt, dass Aufnahme- und Übertragungsgeräte auch innerhalb dieser Dimension noch funktionieren. Die besagten Aufnahmen und Übertragungen weisen aber eine starke qualitative Verschlechterung auf. SCP-106 spielt mit gefangener Beute und besitzt scheinbar die volle Kontrolle über Zeit, Raum und Wahrnehmung innerhalb dieser Dimension. SCP-106 erscheint Daten gelöscht. Rückrufprotokoll: Im Falle eines Ausbruches von SCP-106 ist ein Mensch im Alter zwischen 10 und 25 Jahren für den Rückruf zu präparieren. Weiterhin wird die kompromittierte Verwahrzelle ersetzt und für den weiteren Gebrauch wiederhergestellt. Wenn die Zelle fertig ist, wird das Log-Subjekt verletzt, vorzugsweise durch das Brechen eines Langknochens, wie etwa dem Femur, oder der Durchtrennung einer wichtigen Sehne, wie etwa der Achillessehne. Log-Subjekte werden daraufhin in der vorbereiteten Zelle platziert und die Geräusche besagter Subjekte werden mittels der standorteigenen Lautsprecheranlage übertragen. Typischerweise wird SCP-106 sich innerhalb von 10 bis 15 Minuten in Richtung des Log-Subjektes bewegen, nachdem es dieses gehört hat. Sollte SCP-106 nicht auf die erste Übertragung reagieren, ist dem Log-Subjekt alle 20 Minuten weiterer körperlicher Schaden zuzufügen, so lange, bis SCP-106 darauf reagiert. Im Falle eines Großausbruchereignisses ist die Verwendung mehrerer Log-Subjekte in Betracht zu ziehen. SCP-106 wird typischerweise in einen Schlafzustand übergehen, nachdem es mit einem Log-Subjekt fertig ist. Zusätzlich kann es dazu kommen, dass Subjekte Daten gelöscht werden.